Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix heute am 8. August um 10.46 Uhr. War nicht letztens auch der 8. August? Ich habe irgendwie so das Gefühl, als würde ich ständig 8. August sagen. Naja, was auch immer. In der letzten Folge haben wir uns mal wieder bewiesen vor dem lieben Phil. Was heißt mal wieder? Das letzte Mal war ja vor 10 Jahren mit anderen Charakteren. Es hat sich minimal etwas geändert. Die Kämpfe sind härter geworden, laufen dafür nicht auf Zeit. Und der liebe Hades hat sich wieder mal einen neuen Gefährten gesucht, hat einen neuen Gefährten gefunden, nämlich den lieben, lieben Cloud. Dem hat er erzählt, dass er Sora und Herkules penetrieren soll. Hat er dann auch letzten Endes gemacht, also er hat uns besiegt, wir hätten ihn auch besiegen können. Die alternative Sequenz habt ihr ja gesehen. Und kurz darauf kam der liebe Cerberus, beziehungsweise eher Kerberus, und hat sich in den Kampf eingemischt. Und der liebe Herkules kümmert sich gerade darum und wir werden ihn wohl schätzungsweise unter die Arme greifen. Du musst nicht in die Arena gehen, Kleiner, klar? Ja, eigentlich schon. Das ist kein Spiel, da wird ernst gemacht. Ich habe keine Angst. Du kannst dann entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht. Sei vorsichtig, Kleiner. Ja. Die anderen ignoriert er einfach. Kid, I got two words of advice for you. Attack! Oh ja, daran kann ich mich noch gut erinnern, wie ich das nicht die ersten Male geschafft habe damals und dann immer diese verkackte Sequenz angucken musste. Ja, der nächste Bosskampf, ich habe mich leider equip-technisch nicht angepasst, aber ich glaube, dass ich dieses Areal sehr zu meinem Vorteil nutzen kann. Hier diese Tribüne hier, diese Sitzplätze. Da kann ich dann schön raufspringen und ihn dann von oben angreifen. Am besten noch auf ihn raufspringen. So viel zieht er ja nicht ab. Oh, da hätte ich mal nichts gesagt. Ich habe ja wirklich keinen Gegenstand. Hängt er? Nee, ich dachte. Ja, das ist jetzt so die Frage. Hast du eine Schwäche oder so? Ich schätze, Feuer sollte ich nicht einsetzen. Oh Gott. Oh Gott. Eis, Eis. Eis könnte ich mir vorstellen. Aber er hört auch nicht auf. Er hört auch nicht auf. Ich dachte mir so, hey, yo, hey, hey, hey. Hör doch vielleicht mal auf. Naja, gut. Dann hole ich mal was aus meinem Trüchen. Oh. Ja. Was soll man da großartig rausholen, nicht wahr? Gut. Das wird schon ohne irgendwie klappen. Ich frage mich gerade, ob man ihm die Köpfe abschlagen kann. Also ob man anhand seiner Köpfe sieht, wie viel Leben er noch hat. Direkt wieder zu den Sitzplätzen gehen. Oh Gott, ich nehme wieder schön den Schaden. Er hört auch nicht auf. So, zieht er das ab. Donald ist etwas verwirrt, ist nicht ganz hinterhergekommen. So, erstmal alles auskosten hier. Brauche es ja nicht sparen, weil ich keinen Mieter habe. Schön geblockert. Zack. Ah. Während ich jetzt hier dieses Blocken sehe, muss ich spontan an ein Video denken. Es gibt jemanden, der hat es tatsächlich vollbracht auf Destiny Islands, also auf der Insel des Schicksals, da wo wir angefangen haben, Level 99 zu werden. Momentan arbeitet er an Level 99 auf in Kingdom Hearts 2. Das scheint so momentan ein neuer Trend zu sein, dass man sich, sobald man die Möglichkeit hat, direkt auflevelt in der ersten Welt, in der ersten Stage. Da investiert man dann einfach mal 300 Stunden. Das ist schätzungsweise etwas, was ja vielleicht jeder von uns schon mal so überlegt hat. Aber jeder dachte sich dann vielleicht so, es ist etwas zeitintensiv und man hat ja nicht wirklich was davon. Und es ist halt echt so. Ich meine, diese Leute, also habe ich das gesagt, der eine hat auf Kingdom Hearts
In Kingdom Hearts Final Mix Sora Level 99 auf Level 90 gebracht, auf der Insel des Schicksals. Und ein anderer hat sich auf Level 99 gelevelt in Final Fantasy 7 im Reaktor. Im Marco-Reaktor, also kurz vor dem ersten Boss. Beide haben minimal Aufmerksamkeit gekriegt durch Videos, aber das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie 100.000 Abonnenten jetzt dadurch bekommen haben oder mega, mega viele Follower auf Twitch. Hätte ich's gemacht, hätte ich mir das so gedacht. So dass, also ich würde denen das geben, das haben sie sich auf jeden Fall verdient, aber das haben sie nicht bekommen. Dementsprechend bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Klar, ich meine, es geht um oh shit. Ja, schaffe ich nicht, was soll ich da tun? Ich weiß nicht. Schätzungsweise muss ich zurück. Oh, wobei, kann ich hier vielleicht trainieren? Nee. Ja gut, dann muss ich wohl oder übel zurück und mir Gegenstände holen, ne? Das hat ja keinen Sinn. Wie gesagt, wenn wir Vita haben, sollte sich das alles ändern. Aber ich weiß halt nicht, wann wir das bekommen. Das ist das Problem. Wo war ich gerade? Ja, es ist sehr, sehr zeitintensiv und natürlich fühlt man sich dann... Oh, shit. Natürlich fühlt man sich dann einfach auch geil, wenn man das geschafft hat. Aber an und für sich... Es gibt halt Leute, die geben Beauty-Tipps und baden in Schokolade. Nackt. Oder im Bikini und kriegen dafür 53 Millionen Abonnenten und Klicks. Etwas, das A, nicht mit viel Arbeit verbunden ist und B, komplett behindert ist eigentlich. Und dann gibt es Leute, die stellen sich ernsthaft hin und trainieren 300 Stunden lang. Oft in der Insel des Schicksals, um das halt zu erreichen, was sie erreichen wollen. Und die haben einfach nichts davon. Nicht mehr ansatzweise was. Und das ist schon echt traurig. Ich habe ja auch letztens vor einigen Stunden so eine Sprachnachricht gemacht. Da habe ich auch einer Person, zu einer Person so gesagt, yo, hey, es ist schon teilweise echt ungerecht. Was heißt teilweise? Überwiegend ungerecht, was im Internet passiert. Du selber, also ich, stell mich hin, mach teilweise so ein 3-Minuten Musikvideo, an dem ich 50 Stunden saß, circa, und krieg dafür absolut nichts, noch nicht mal irgendwie Kommentare, die man ja eigentlich kostenlos machen kann. In 2-3 Minuten krieg ich einfach nicht, keine Klicks, keine Kommentare, nichts. Und dann gibt's Leute, die spielen eine Stunde lang irgendwas in einem Stream, reden kaum und kriegen dann 90 €. Und du denkst dir auch einfach nur so, wow, ne? Klar, niemand zwingt einen dazu, solch aufwendige Videos zu machen, aber andererseits gibt es dann auch viele Leute, die dann so sagen, yo, hey, wenn dein Content es wert ist, dann werden das auch Leute finden und honorieren. Und umso mehr du dir Mühe gibst, umso mehr hast du letztendlich davon. Und das ist halt das, was ich, worauf ich schon seit fast 7 Jahre lang warte. Ja, also... Naja. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder in die Schiene gehen, sondern lieber mal den Kerberus penetrieren. Ach, so viel Geld habe ich auch gar nicht, dass es behindert. Ja gut. Äther wäre auch eine Maße... Naja. Ja. High Potion, ich weiß nicht. 30, 60. Ich hab doch gerade mal 35 Leben oder so eine 3. Ach ja, nee, guck mal. Das reicht. Ich wünschte halt nur, ich könnte irgendwie die Anzahl bestimmen, aber. Hä? Oh. Oh. Ich hab mir mehrere gekauft. Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Ich dachte, ich habe mir jetzt eins gekauft, aber ich muss mir jetzt mehrere gekauft haben, ne? Ich bin wohl irgendwie blind auf beiden Augen, oder das Spiel ist kaputt, ich weiß es nicht.
So, Portion, 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 Portion. Und dann fliegen wir mal zurück. Es fuckt mich ein bisschen ab, dass wir hier sowas machen müssen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir natürlich nicht jeden Boss direkt schaffen. Ach guck mal, es ist sogar Kreisverkehr. Aber dass das jetzt an den Ressourcen liegt, naja, das zeigt eigentlich umso mehr, dass Birth by Sleep kaputt ist. Ja. Ein Spiel der Vorgänger bzw. Nachfolger, den ich ja in der letzten Folge verteidigt habe, wo ich so meinte, du kannst nicht unbedingt alles spammen. Klar, du hast schon einen gewissen Cooldown, also eine Abklingszeit. Aber ja, einfach Kingdom Hearts reinlegen und sehen, wie schwierig das ist, wenn du das nicht hast. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, wenn wir Vita haben, geht das schon. Kann ich sonst noch irgendwas erzählen? Naja, ich schau. Ich habe die letzten 48 Stunden sehr, sehr viele YouTube-Videos geschaut. Also das war so im Grunde die einzige Aktivität der letzten zwei Tage. Ich stehe auf um 2 Uhr morgens oder so und schaue dann bis 17 Uhr YouTube-Videos und gehe dann schlafen. Es ist unglaublich, was man da so auf YouTube finden kann. Und ich meine jetzt nicht mehr irgendwie sowas Absurdes oder so, sondern wirklich schöne, informative Videos. Leute, die Videospielmythen nachgehen. Leute, die ja, die Fails von anderen aufnehmen. Über Speedrun-Fails habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen, ne? So richtige Dokumentation, wo es darum geht, dass jemand vor 20, 30 Jahren mal so einen Donkey Kong-Weltrekord gemacht hat und jetzt vor einigen Monaten ist das aufgeflogen. Dann die ganze Geschichte halt dazu. Also, wenn ihr mal Interesse an vielerlei Dingen habt, schaut einfach mal in meine Playlist der positiv bewerteten Videos vorbei. Da findet ihr ja im Grunde alles, was ich halt geschaut habe und gut genug fand, dass es halt meiner Meinung nach einen Like verdient hat. Richtig, richtig geiles Zeugs. Okidoki. So, dann haben wir mal wieder schätzungsweise 3/4 der Folge wieder mal nichts geschafft und im Grunde mehr oder weniger verschwendet. Speichern wir mal. So. Und versuchen es dann nochmal. Ich habe keine Angst. I'm not afraid to take a step. Everybody. Komm, take my hand. Ich habe tatsächlich nur noch 5 Minuten. Ey, wow. Ja gut, ich kann ihn so nicht treffen, aber er mich auch nicht. Ja? Also vielleicht mit den Pfoten. Block, Bitch. Ich wünschte so sehr, ich hätte den Lebensbalken von ihm. Aber ich habe ihn leider nicht. Das wäre schön. Bah. Ba 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 ba. Deep freeze. See ya. Thunder. Thunder. Beide wieder. Oh, das war so dumm von mir. Beide wieder komplett am Arsch. Feuer und Dunkelheit setzt er ein. Ich meine, ich könnte mein Equip ja dementsprechend darauf anpassen. Aber so, ich finde, so viel Schaden macht er gar nicht. Diese Attacke kann ich mich null erinnern. Vielleicht ist es ja mit dem Schwierigkeitsgrad. Okay, Donald wieder am Start. Aha. Leider ohne Mana.
Ich kann eigentlich immer Blitz einsetzen. Ich setze alles andere ein. Nein, nein, nein. Uiuiui. Macht ja alles auf einmal hier. Kann die anderen Köpfe nicht treffen hier oder was? War Kofi jetzt stellenweise schon mal wach oder? Wie sieht's aus? Wurde wieder umgenockt, ja? Ja, sehr gut. Müsste halt im richtigen Augenblick angreifen, damit ich das genau so parieren kann. Das war's! Ja, freut mich, dass wir es doch noch in der Folge geschafft haben. Puh. Inferno-Wall erhalten. Thus I do hereby dub thee Junior Heroes and confer upon thee full rights and privileges to participate in the games. Further... Hey, what do you mean Junior Heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. So, what does it take? Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. No problem. We'll start by proving ourselves in the games. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Just between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Heldenlizenz erhalten. Herkules, du bist ein richtiges Arschloch geworden. What the fuck? Sie haben echt Cerberus gesagt. Ich weiß nicht, wieso die der Meinung waren, sie müssten das... ja, anpassen. Ja, anfangs wollte ich erst so sagen, Herkules sehe ich jetzt gerade zwiegespalten. Entweder er ist komplett arrogant oder er ist halt so ruhig, weil er sich denkt, naja, jeder muss seine Erfahrungen machen. Nimmt das alles mit Humor, so wie er damit seine Erfahrungen machen musste. Aber jetzt, als er hier so meinte, er hat den schon alle gemacht, da dachte ich mir dann auch so, du Arschloch. Hallo, Cloud. Na? Hey, are you all right? Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. You'll find it. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. I think I'll pass. Perforieren, das müsste dann das Blocken sein. Ich dachte jetzt, er gibt mir das Schlüsselloch, weil das haben wir ja, glaube ich, noch nicht geschlossen hier, ne?
Fähigkeiten perforieren. Ziel wird durchstoßen. Ach nee. Ach so. Tja. Nö, erstmal nicht, ne? Sonst noch hier irgendwas? Nee. Alles klar, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Wo ist denn jetzt eigentlich dieses verkackte Schlüssel? Doch. Kommt es erst noch? Ich meine, abgeschlossen haben wir die Welt ja wirklich nicht. Wir können ja dann später an vielen Spielen teilnehmen, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir das Schlüsselloch schließen könnten. Hm. Die Fässer baut ihr hinten in der Müllhalde dann auf, oder was? Naja gut, ja Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die nächste Welt an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.